Liebe Freundinnen und Freunde, das ist ganz großartig, euch hier alle zu sehen. Wenn ich mir die ganzen Regenschirme anschaue, dann fällt mir ein, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Handelsabkommen. Und aus einem dieser Handelsabkommen, nämlich dem CETA-Abkommen, lese ich euch jetzt einen Satz vor, der wird euch überraschen. Da steht wortwörtlich, dass es unangemessen ist, Handel oder Investitionen dadurch zu fördern, dass das im Umweltrecht garantierte Schutzniveau abgesenkt oder aufgeweicht wird. Dem stimme ich zu, das ist unangemessen. Und jetzt ratet einmal, gegen welche Kapitel verstoßen werden darf von Kanada oder der EU, ohne dass es Sanktionen gibt. Gegen das Kapitel zu Umweltschutz, gegen das zu Arbeitnehmerrechten und gegen das zu Auswirkungen auf der dritten Welt, da gibt es keine Schiedsgerichte, keine Handelssanktionen und keine Strafzahlungen. Und das finde ich unmöglich. Da braucht sich keiner mehr zu wundern, dass wir in großen Massen gegen CETA demonstrieren. Für die Umwelt und die Menschen gibt es nur heiße Luft und für Konzerne gibt es Sonderrechte. Das ist unangemessen. Und da braucht man auch an einem solchen Abkommen nicht mehr herumzudoktern. Das ist bis ins Mark faul. Und weil es so wichtig ist, lese ich euch nochmal einen Satz aus CETA vor. Der ist jetzt etwas komplizierter, passt auf. Ein Ziel von CETA ist, ich zitiere, Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zur Reduzierung der nachteiligen Handelsauswirkungen der Regelungspraxis im Bereich Biotechnologieerzeugnisse. Was soll das wohl bedeuten? Das kann nichts anderes bedeuten, als dass Europa, um den Handel zu fördern, mehr Gentechnik zulassen soll. Und das ist falsch. Und ich frage mich ein bisschen, was soll das eigentlich? Es gibt in keinem einzigen Mitgliedstaat der EU eine Mehrheit für Gentechnik in der Bevölkerung. Die EU ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Warum gelingt es uns nicht, diesem Zwerg Kanada klarzumachen, dass wir keine Gentechnik wollen? Kann das vielleicht sein, dass die EU-Kommission hier absichtlich Politik gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung macht? Und wenn das so ist, dann wundert es mich nicht, dass es um diese Union gerade nicht gut steht. Präsident Juncker hat das letztes Jahr analysiert und hat gesagt, es fehlt der Europäischen Union an Europa und es fehlt ihr an Union. Herr Juncker, ich glaube, dass das falsch ist. Schauen Sie mal raus auf die Straße. Hier ist das vereinte Europa. Wir demonstrieren heute nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern auch in Lettland und in Schweden und in Irland und in Frankreich und in Slowenien und so weiter und so fort. Sogar die Briten machen mit. Wir sind die Europäische Union. Wir sind die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und es ist nicht die Idee der europäischen Einigung in der Krise, sondern ist die neoliberale Politik der EU-Kommission in der Krise. Und das lässt sich ganz einfach korrigieren. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man mal was anderes macht? Wenn am Freitag in Bratislava nach der Sitzung des Rats Frau Malmström vor die Presse tritt und sagt, weil CETA keine Mehrheit in der Bevölkerung gefunden hat, hat es auch keine Mehrheit im Ministerrat gefunden. Ja, wir, die EU-Kommission, haben verstanden, dass es einen Kurswechsel braucht. Wir beenden die Verhandlungen mit den USA über TTIP und die mit den ehemaligen Kolonien über die EPAs. Wir ändern was. Das wäre möglich. Aber damit das so kommt, muss am Freitag in Bratislava mindestens ein Minister oder eine Ministerin gegen CETA stimmen. Und das könnte zum Beispiel Sigmar Gabriel sein. So, Leute, Sigmar Gabriel, das wird euch vielleicht überraschen, aber Sigmar Gabriel hat neulich was richtig Gutes gemacht. Der hat einer Gruppe Rechtsradikaler den Mittelfinger gezeigt. Und vielleicht kann ich Sigmar Gabriel das so erklären. CETA, diese europäische Handelspolitik insgesamt, die hat sehr viel gemeinsam mit der AfD. Die ist unsolidarisch, weil sie die Reichen reicher und die Armen ärmer macht. Die ist rassistisch, weil sie in Denkstrukturen aus der Kolonialzeit stecken geblieben ist. Die ist dumm, weil sie kein bisschen an die Umwelt denkt. Die ist antidemokratisch, weil sie die Parlamente verachtet. Und die macht uns Angst vor Fremden, damit wir unsere Werte aufgeben. Ja? Die Chinesen kriegen dann alles. So ein Blödsinn. Wir, die deutsche Bundesregierung und ganz besonders Sigmar Gabriel, können dieser Politik die rote Karte zeigen mit einem Veto
in Bratislava am Freitag. Und dafür, dass das passiert, sind wir heute hier. Das ist total wichtig, dass ihr heute alle auf der Straße seid, weil am Montag sich die SPD entscheidet, wie sie abstimmen wird. Ich möchte nicht, dass Deutschland, dass Sigmar Gabriel in Vertretung von mir am Freitag in Bratislava mit Ja zu diesem CETA stimmt. Vielen Dank. Applaus